Moin Kollege, du hast heute Nacht Dienst auf der S5. Gerade stehst du mit deinem Doppel hier im Flughafen, Bahnhof von Hannover und wirst nun diese S5 zum Hauptbahnhof bringen. Los geht es hier in 3 Minuten, also um 23:06 Uhr. Mach nun erstmal deinen Zug soweit abfahrbereit und gebe die Türen frei. Der Fahrplan ist straff und erfordert eine straffe und zwangsfreie Fahrweise. Gute Fahrt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fahrt hier im Train Simulator 2021 auf meinem Kanal Train Teacher. Und wir haben heute etwas ganz Besonderes hier, und zwar fahren wir auf der S5. Auf der Strecke Hamburg-Hannover Deluxe. Nicht aber mit einer 425, wie es eigentlich vorgesehen war, sondern mit einem Twindex des Main-Neckar-Ried-Express. Und ja, der hilft hier halt aus in Hannover. Deshalb fahren wir den heute. Da dachte ich mir, das lohnt sich doch mal, den hier gleich mitzubenutzen. Und jetzt machen wir hier erstmal unser Spitzlicht so weit an, damit wir auch was sehen. Das einmal und das einmal. Dann müssen wir noch die SIFA und die PZB aktivieren. So sieht es doch gut aus. Und dann denke ich mal, sind wir soweit auch abfahrbereit, wenn mich nicht alles täuscht. Was war das jetzt hier nochmal? Das war, achso, das war irgendwie, okay. Das war, glaube ich, noch Bremse lösen. Und genau, ansonsten sind wir soweit abfahrbereit. Die Türen sind noch offen, die schließen auch automatisch. Wir können hier leider nicht in die Ansicht nach draußen gehen. Ich kann nur einmal hier unseren Kopf rausgucken lassen, aber ansonsten sehen wir leider nichts. Wir haben hier noch die Passview. Aber da ist halt, die Passagieransicht für uns theoretisch. Ah doch, wir können ja eigentlich mehr oder weniger auf den Bahnsteig halt gucken. Ich frage mich nur, ob die Oberleitung hier. Wow, wo sind wir denn hier? Geht's hier runter? Ich frage mich eben nur, ob die Oberleitung. Also ich hoffe nur, dass unser Zug nicht allzu hoch ist und die Oberleitung touchiert. Ne, sieht gut aus. Sieht alles gut aus, sehe ich gerade ungefähr. Naja. Okay, das passt noch mit dem Abstand vom Stromabnehmer sehr gut. Und genau, wenn ihr jetzt auch die Aufgabeneinweisung sorgfältig gelesen habt, dann hättet ihr auch gesehen, dass da eigentlich noch eine Rückfahrt geplant ist von Hannover Hauptbahnhof. Wir fahren heute nur bis Hannover. Die Rückfahrt gibt es irgendwann mal in einem zweiten Teil. Weil mir einfach heute ein bisschen, glaube ich, die Zeit fehlt dafür. Und ich wollte einfach unbedingt mit dem Zug mal bis Hannover fahren. Wir sind ja sonst immer nur von Hannover bis nach Flughafen Hannover gefahren. Und ja, vielleicht gibt es dann irgendwann den zweiten Teil mal. Ansonsten genießen wir einfach heute hier entspannt diese 25 Minuten bis zum Hannoveraner Hauptbahnhof oder zum Hannoveraner Hauptbahnhof. Unterwegs halten wir ja sogar auch ein paar Stationen, sehe ich gerade. Hannover Bahnhof erreichen wir um 32, alles klar. Genau, ansonsten dachte ich mir, wir sind ja sonst, glaube ich, in einem. Wir sind ja sonst, glaube ich, nie irgendwie mit irgendwas Main-Neckar-Ried-mäßigen gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Hier auch mal wieder der altbekannte Satz von mir, wenn mich nicht alles täuscht, aber heute ist es dann mal soweit. Ich glaube sogar im TSW gibt es irgendwie sowas in Richtung Main-Neckar-Ried. Express. Ich glaube auf der Main-Spessart-Bahn. Da gibt es das, glaube ich, da würden die eher verkehren, diese Lackierung. Aber wie gesagt, heute hilft der Twindex hier nur aus. Genau. So, Bremsen lösen. Türen sind zu. Und damit verlassen wir den Bahnhof Hannover Flughafen. Ich habe jetzt gerade Fernlicht an, damit wir hier auch ein bisschen was sehen. Und es ist ja auch absolut spät gerade, wie ihr seht. Ich lasse mal ein bisschen Power hier, damit wir nicht allzu langsam werden. Und ich hoffe einfach nur, dass jetzt hier kein rotes Signal folgt. Aber ich glaube, das Signal, da hatten wir gerade Ausfahrt, ne? Stimmt, das hatten wir ja gesehen, als ich mal die Außenansicht, also da seitlich rausgeguckt hatte. Und unser nächster Halt ist Langenhagen Pferdemarkt. Jetzt können wir schön auf die 110 hoch. In unserer Doppeltraktion und gleich gucken wir uns unseren Zug nochmal von außen an. Ich probiere gerade herauszufinden, wie ich das Licht wieder dimme. Wir fahren ja gerade. Hä? Jetzt habe ich es einmal gedimmt. Ist aber gerade zu schnell geworden. Ne, keine Ahnung, wie man es ausmacht. Jetzt kann ich es nur heller machen, aber. Ja, okay. Lassen wir es einfach auf der niedrigeren Stufe. Kein Problem. Kann man hier wenigstens die Führerstandsbeleuchtung mal irgendwie anmachen?
Muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, hier so ungefähr erkennt man die Umrisse. Jetzt haben wir es komplett aus. Jetzt mach ich es mal wieder auf komplett hell, damit wir auch was sehen. Sollte erstmal reichen. Jetzt sehe ich auch gerade, sind wir einen kleinen Ticken zu schnell. Wir sind aber noch im Toleranzbereich, deshalb habe ich es jetzt nicht verhindert, dass wir zu schnell sind. Die 2 km/h tun jetzt nichts zur Sache. Und eigentlich hatte ich gehofft, es war so an sich wegen dieses leichten Aufstieges, den wir hier gerade hatten, der war wirklich minimal, dass wir da sogar ein bisschen langsamer werden von alleine. Aber ich glaube, der Effekt ist gerade von selbst eingetreten. Und hier kommt dann auch in wenigen Augenblicken die SFS. Links von uns. Die S-Bahn Hannover begrüßt Sie in der S5 nach Hannover Hauptbahnhof. Nächster Halt, Langenhagen, Pferdemarkt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und das Schöne ist auch, dadurch, dass der Twinix so modern ist, konnten die Ansagen auch direkt auf den Bordcomputer übertragen werden. Ich hoffe nur, wir passen hier mit unserem ganzen Zug rein. Auf jeden Fall müssen wir komplett durchfahren. Ja, wir sind ein kompletter Langzug. Nice. Ich glaube sogar, wir kommen perfekt an der Harttafel zum Stehen, ne? Sehr cool. Und wir sind auf die Sekunde genau pünktlich. Schaut mal raus. Okay, man sieht einfach gar nichts, ne? Sieht man im OBS mehr? Ah, ne, nicht wirklich. Auch geile Spitzenbeleuchtung. Jetzt stellen wir mal kurz. Kann ich irgendwie was Hannover-mäßiges einstellen? Machen wir einfach Ersatzzug, weil die 425, die hier eigentlich fahren sollte, die ist gerade kurzerhand kaputt gegangen. Und da half der Kollege dann hier aus der Twinix. So, Türen sind schon zu. Das heißt, wir lösen die Brakes. Und verlassen Langenhagen Pferdemarkt. Da ist auch tatsächlich ein Fahrgast ausgestiegen oder zumindest auf dem Bahnsteig gewesen. Jetzt, wo hier gerade noch uns kein Zug entgegenkommt, lasse ich das Fernlicht einfach mal an. Dadurch sehen wir immerhin ein bisschen mehr auf der Strecke. Oh, ich glaube, hier müssen wir auch schon wieder zum Stehen kommen. Jawohl. Nächster Halt, Langenhagen, Mitte. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ah, hier ist Langenhagen. Ich glaube, hier hat irgendwie UPS irgendein riesiges Versandzentrum von denen. Beziehungsweise Paketzentrum und ich glaube auch irgendwie DHL Express oder so, weil hier auch, glaube ich, der Flughafen ist. Ja klar, Flughafen, ja deswegen. Und da links kommt uns tatsächlich ein Kollege entgegen, aber der war so weit weg, also alles gut wegen des Lichts. Geblendet haben wir den jetzt glücklicherweise nicht wirklich. War, glaube ich, sogar ein ICE4, kann das sein? Müssen wir gleich mal kurz gucken. Dann kommen wir erstmal wieder hier schön entspannt zum Stehen. Und Türfreigabe, wir sind sowieso überpünktlich. Gefällt mir. So, wo ist der denn jetzt hier hin? Ja, sieht nach einem IC4 aus. Also alles gut. Und davor ist, glaube ich, auch noch eine Metronom an uns vorbei, war. Ach nee. Die hält sogar hier. RE3, Hannover Hauptbahnhof. Jawohl. Die hält einfach auch hier. Hat uns übrigens gegrüßt gerade. Aber grüßen wir mal jetzt hier zum Gunsten des Lärmschutzes nicht zurück. Ich habe gerade Lärmschutz gesagt. Okay. Bremsen werden gelöst. Dann fahren wir mal zeitgleich mit dem Kollegen aus hier.
dann sollte da vorne auch schon irgendwann der zweite Bahnhof kommen. Ja, weil Windhorst kommt da vorne auch schon. Ich weiß gar nicht, denke, wir kriegen die 120 noch hin. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Aber dann müssen wir wieder ordentlich bremsen. Weil ich meine, dadurch, dass der Zug so neu ist, fahren wir den mal ein bisschen aus, ne? Wann erreichen wir Hannover nochmal? Ich glaube 32, ne? Ja, 28, alles klar. Okay, da vorne kommen mir schon das Hauptsignal so gut entgegen, aber ich glaube, hier muss ich mir auf dieser Strecke bei den Bahnhöfen gar nicht so wirklich Sorgen machen, weil die sind alle, glaube ich, auf dem gleichen, also auf der gleichen Länge ausgebaut. Deshalb, ich denke mal, da wird jetzt nicht irgendwie ein Bahnhof kommen, was auch gar keinen Sinn machen würde, wenn wir hier mit einer Doppeltraktion bzw. einem Langzug, glaube ich, rausfahren von der Länge her und dann irgendwie an irgendeinen Bahnhof geraten oder halten müssen, wo er dann gar nicht reinpasst. Also müssen wir uns da tatsächlich keine Sorgen machen. Ich war nur schon so irgendwie im Kopf von vergangenen Fahrten so ein bisschen vorgeschädigt, deshalb, also dass da halt der Bahnsteig irgendwie zu kurz war oder sowas oder der Bremsweg zu kurz geworden wäre. Also, aber nee, die Sorgen sind unbegründet. Zugfunk ist auch angemeldet, zwar mit der falschen Zeit ist abgestürzt, aber wir sind trotzdem erreichbar. Und da laufen auch irgendwelche freizügig angezogenen Damen. Vielleicht haben wir hier auch irgendwie freizügig angezogene Männer. Also zumindest würde es von der Uhrzeit mit freizügig passen. Kann auch sein, dass sie einfach nur ein Abendkleid trägt. Ja, die gibt es auch in nicht freizügiger Variante. So, Türen schließen. Bremsen gelöst. Schade, dass man das Bremsenlösen hier nicht in der Passagieransicht hört. Probieren wir sogar jetzt was Kleines Waghalsiges, dass wir hier einmal komplett in Passagieransicht sitzen. Ich hoffe einfach nur, dass da nicht irgendwie eine Beeinflussung gleich kommt oder sowas. Wann werden wir zurück? 54. Okay, das ist dann bei mir aus. Alles klar. Ja, so sieht das Ganze bei Nacht aus. Man sieht einfach nichts. Außer hier so ein bisschen die Umrisse der Häuser. Nächster Halt, Hannover-Lüneburg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aber ich glaube sogar, dass wir das hier aus der Passview auch hinkriegen sollten mit dem Bremsen. Weil, ich meine, mit dem Twinex bin ich jetzt sogar schon so ein bisschen erfahren. Würde ich jetzt mal von mir selbst behaupten. Wir fahren schön mit entspannten 60 ungefähr ein. Können wir jetzt entspannt rollen lassen hier. Genau, da sieht man auch schon hier schön den Bahnsteig. Und dann bremsen wir jetzt einmal komplett rein. So. Okay, jetzt hätten wir es gar nicht allzu lange ausstrapazieren müssen, weil ich glaube, ein kleines bisschen stehen wir vorne schon drüber, ne? Ach ne, geht sogar noch. Ah, perfekt, sogar in der Hardtafel zum Stehen gekommen. Aber auf dem F3-Monitor ist es schon ein bisschen zu knapp. Und ich sehe auch gerade, wir sind schon 20 Sekunden zu spät. Jawohl, so sehen unsere Züge aus. Ersatzzug. Und hier nochmal Ersatzzug. Beide tatsächlich hier mit der gleichen Zugnummer.
Auch nice. So, Bremsen gelöst, Türen sind zu und damit verlässt unser Twindex hier den Bahnhof Ledeburg. Da haben wir das sogar echt gut hingekriegt, würde ich sagen. Können wir uns auf die Schultern klopfen mit der Einfahrt hier. Muss mal nur kurz gucken, wann der nächste Halter kommt. Okay, der kommt schon bald. Aber jetzt können wir nochmal hier entspannt hochbeschleunigen auf die 110 und dann kommt da vorne auch irgendwann die Ankündigung für die 80 oder so, ne? Ne, die kommt einfach gar nicht. Auch geil. Müssen wir von selbst bremsen. Wenn auch jetzt ein bisschen härter. Aber sonst würde das gar nichts mehr werden mit der 80. So. 80 ab hier. Komischerweise keine Beeinflussung vorher. Bin jetzt in den letzten Tagen immer wieder hier im Train Simulator auch unterwegs gewesen. Muss euch einfach sagen, irgendwie teilweise von den Beeinflussungen macht es keinen Sinn mehr. Manchmal muss die 90 bestätigt werden, manchmal muss die 90 nicht bestätigt werden, manchmal muss die 80 bestätigt werden, manchmal muss die nicht bestätigt werden. Auch mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeitswechseln quasi, dass man vorher auch nur vielleicht mit 10 km/h mehr gefahren ist, musste die 80 bestätigt werden. Dann bei 30 km/h mehr, also bei 110, nein, da muss nichts mehr bestätigt werden. Also irgendwie, also wenn es runter auf 80 geht, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, wo die Logik ist. Entweder ist es in echt wirklich so, oder ist es teilweise einfach nur ein bisschen anders hier im Train Simulator umgesetzt. Nächster Halt, Hannover Nordstadt. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und falls ihr euch jetzt gefragt habt, warum ich gerade so ein bisschen leise war, tatsächlich hat sich da meine Mute-Taste gerade versehentlich von alleine aktiviert. Und da wundere ich mich so, warum ist denn da kein Ausschlag mehr auf meinem Mikrofon? Und ja, da bin ich wieder zurück. Also nicht wundern, dass es mal kurz vielleicht für ein paar Sekündchen still war. Ich glaube, wir müssen nochmal unsere Bremse wieder lösen. Ah. Hatten wir hier vorne noch Platz? Ja, ein bisschen Platz hatten wir noch. Okay, ich muss mal angewöhnen, dass wir auch wirklich mit der Spitze bis nach vorne durchfahren. Egal, ob der F3-Monitor da endet, weil sonst, da hinten haben wir ja gesehen, würde das ein bisschen rumhängen. Draußen hängen, meine ich nicht rumhängen. Junge. Aber ich bin gerade echt erstaunt gewesen, dass wir nochmal hier eine Beeinflussung bekommen haben. Und vorhin nicht. Für die 80. So, natürlich nochmal hier bestätigt. Und wir fahren ein in Hannover Hauptbahnhof Gleis 1B. Sehe ich hier gerade, halten Sie. Achso, wir müssen einmal das Gleis wechseln, alles klar. Okay. Einfahrt mit 80. Seit dem Hauptsignal. Nicht, dass wir hier gleich nochmal eine Zwangse kriegen, aber ich glaube, jetzt konnten wir uns auch nochmal befreien. Und da hier anscheinend Industriegebiet ist, kann da noch gebaut werden. Da links haben wir noch ein paar Dostos, die uns da entgegenkommen, wahrscheinlich ein Nächster Metronom. Halt, Hannover Hauptbahnhof. Es besteht Übergang zum Fernverkehr, zum Regionalverkehr sowie zur Stadtbahn. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Zugfahrt endet dort. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Bahn Hannover. Auf Wiedersehen.
Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Oh. Da sind wir auch gerade über ein haltzeigendes Signal gerauscht. Das ist mir jetzt irgendwie in den letzten Wochen das zweite Mal passiert. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich da so siegessicher drauf zugefahren bin und nicht gebremst habe, das liegt ganz einfach daran, dass der Abstand im F3-Monitor zu dem Hauptsignal einfach so unglaublich kurz war, dass ich nicht gedacht hätte, also normalerweise sind es immer nämlich Sperrsignale, die da so einen kurzen Abstand haben und trotzdem im F3-Monitor angezeigt werden. Und deshalb, ja, genau, kam es halt jetzt gerade zu diesem kleinen Späßle hier. Aber wir fahren jetzt erstmal entspannt einfach weiter. Ich sehe auch gerade, der Fahrweg ist ja auch ansonsten richtig gestellt, also alles gut. Alles gut, Freunde. Da links noch, glaube ich, zwei Lind 41, der Eriks. Jawohl. Ah, haben wir wieder eine Zwangse gekriegt. Stimmt, wir waren im restriktiven Überwachungsmodus. Ups. So, Freunde, jetzt habe ich auch gerade nochmal das Fernlicht ausgeschaltet, weil mir klar wurde, dass wir hier ein bisschen Gegenverkehr haben und wir wollen die Kollegen ja nicht irgendwie blenden, aber ich glaube, den einen Regionalzug da, wo ich meinte, das wären die Metronomdossos gewesen, den haben wir schon ein bisschen geblendet, also ja, denken wir uns einfach, das war da aus in dem Moment. Und hier wird es jetzt, glaube ich, nochmal eine Zwangse geben, ne? Ja, weil wir natürlich uns befreit hatten. Jetzt die dritte Zwangse in Folge. Aber so schnell kann es gehen. So, bestätigen. Ja, 500 Hertz Überwachung ist aktiv. Die Fahrgäste fragen sich jetzt bestimmt auch, sag mal, ist unser Lokführer eigentlich besoffen? Aber tatsächlich ist das gerade einfach nur ein bisschen Pech gewesen, dass ich da so schnell ich wie mit meiner Hand war, da schon PZB freigedrückt hatte. Da ich eigentlich der Meinung war, dass wir mit Halt erwarten rausfahren werden. Also jetzt hier, dass das Signal Halt erwarten anzeigt, aber nee. Nee, nee. Dem war nicht so. So, Türfreigabe. Hannover Hauptbahnhof. Und wir stehen komplett drin. Sehr schön. Und das ist der Kollege, den wir, glaube ich, kurz nach Pferdemarkt gesehen hatten. Ne, hier drüben muss es der Kollege sein, ne? Ist das der RE3? Schauen wir mal, ob da vorne RE3 steht. Auch nicht. Okay, dann war es nicht der Kollege. So, die Ausfahrt ist hier schon gestellt. Wir können weiter mit dem Zusatzsignal. Beziehungsweise mit dem Sondersignal. Nun geht es weiter für dich auf Gleis 168. Dort kurbelst du dann bitte nach der Wende die 425 ab, denn diese verkehrt um 23:40 weiter als S4 nach Benemühlen. Nach Benemühlen. Das ist ein M, ja. Sobald die 425 abgekoppelt ist und du dein Fahrzeug für die Fahrt fertig vorbereitet hast, gehst du vor auf Gleis 2 und um 23:55. Alles klar, da ist die Aufgabe auch schon weg und soweit konnte ich gar nicht lesen. Dann lösen wir die Bremsen. Fahrgäste sind ausgestiegen und rollen langsam aus dem Bahnhof Hannover Hauptbahnhof aus. Sind mit Befehl 40 rüber. Hier befreie ich mich jetzt auch nochmal, auch wenn es dann vielleicht nochmal eine Zwangse gibt, aber das habe ich jetzt nochmal gemacht, damit wir hier ein bisschen schneller fahren. Ah ne, wir sind in Rangierfahrt. Hat sowieso nichts gebracht. Ganz vergessen, Freunde. Ich hoffe, ich sehe den Prellbock rechtzeitig. Jetzt mache ich nochmal hier das Fernlicht an. Da ich weiß, dass jetzt sowieso kein Kollege kommt. Da vorne ist er. Okay, ich will es wirklich heute ein bisschen provozieren hier. So. Okay. Also, wir sind angekommen. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier vollständig drinstehen, hinter der Weiche. Ob das schon reicht, um die Weiche zu stellen. Wir müssen tatsächlich, glaube ich, noch
einen kleinen Ticken vorfahren. Ich mach's mal lieber, damit der Fahrweg auch richtig gestellt werden kann. Weil unser Twinex ja ein bisschen länger unter Umständen ist als die 425, die hier ursprünglich eingesetzt worden wäre. So. Gut, das heißt, wir rüsten hier einmal alles ab, was wir abrüsten können. Das einmal raus, Fahrtrichtungswender auf die Nullposition, Führerpult aus, Bremsen sind angezogen, Lichter aus und dann geht es auch einmal SIFA und PZB ankragen. Dann wechseln wir einmal den Führerstand. Weiches gestellt, das sieht gut aus. Dann sind wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hier einmal abkuppeln. Einmal abkuppeln, sehr gut. Das heißt, jawohl, alles vollständig abgekuppelt, sehr gut. Wir können jetzt einmal hier Bremsen lösen, Fahrtrichtungswende auf vorwärts, Spitzlicht auf Licht an, auf normales Licht, Führerpult aktivieren, Hauptschalter rein, SIFA und PZB an. Jetzt sehe ich gerade, wir haben hier das Fernlicht versehentlich angehabt. Und damit können wir dann auch einmal in den Bahnhof Hannover Hauptbahnhof einfahren. Ich glaube, die TZA von Ersatzzug ist geblieben. Genau. Wir sind weiterhin in der Rangierfahrt, also fahren wir 25 km pro Stunde. Haben wir genau getroffen gerade, 25,0. Und da vorne ist dann auch schon unser HP1 zeigendes Signal. Genau, und dann würde ich einfach sagen, meine Damen und Herren, endet die Fahrt auch hier. Dann haben wir hier noch ein bisschen rangiert. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die Mitfahrt. Ich sehe auch gerade, wir hätten hier zum Stehen kommen müssen. Uiuiuiui. Ja, ist ja gut, Sifa ist ja gut. Ich weiß gar nicht, warum der das hier zweiteilig jetzt gemacht hat. So, Türfreigabe. Genau, und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Mitfahren heute. Habt alle noch einen wunderbaren Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund. Vielen Dank fürs Mitfahren heute. Ich hoffe, die Fahrt hat euch trotzdem gefallen. Und ja, danke fürs Mitfahren heute. Lasst gerne noch oben da und ciao.